Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen aus unserer Küche in der Goethestraße. Ich bin der René und heiße euch herzlich willkommen zu unserer Wohnzimmer-Kita. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr heute ganz einfach und ganz, ganz lecker einen Pizzatoast herstellen könnt mit ganz einfachen und Zutaten, die ihr zu Hause eigentlich grundsätzlich habt. Dafür brauchen wir einfach nur Toast, Tomaten, geriebenen Käse, etwas Mais, Tomatenmark, Salz und Pfeffer sowie natürlich diverse Kräuter. Da sind euch keine Grenzen gesetzt. Da könnt ihr nehmen, was ihr gerne möchtet. Schaut einfach, was ihr zu Hause habt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar mit dem Toast. Ganz einfach. Ihr könnt euch zu Hause ein Backblech nehmen. Fragt einfach mal die Erwachsenen. Die helfen euch da bestimmt. Ihr nehmt euch auf jeden Fall so viel Toast, wie ihr gerne möchtet. Wir machen heute jetzt mal hier zwei. Wenn ihr den Toast aufs Backblech gelegt habt, nehmt ihr euch etwas Tomatenmark und dazu nehmt ihr einen Löffel und schmiert das Tomatenmark einfach auf das Toast rauf. So, das Tomatenmark könnt ihr jetzt einmal richtig schön verteilen auf dem Toast. Das müsst ihr auch nicht so ordentlich machen. Denn wir machen jetzt gleich sowieso noch ein paar Zutaten drauf und dann verteilt sich das Tomatenmark eigentlich in der Regel von ganz alleine auf dem Toast. Aber ihr solltet schon gucken, dass ihr das ein bisschen vernünftig macht. Das Auge ist ja schließlich mit. So, wenn ihr das Tomatenmark schön verteilt habt, braucht ihr auch gar nichts grundsätzlich drauf weitermachen, sondern ihr nehmt jetzt einfach den Mais und könnt ihn jetzt darüber hinaus verteilen. Auch da dürft ihr natürlich gerne selber entscheiden, wie viel ihr gerne drauf haben möchtet. Der eine mag ein bisschen mehr, der andere mag ein bisschen weniger. Alles in Ordnung. Das dürft ihr gerne selber entscheiden. Wir machen das jetzt mal relativ üppig hier, weil wir alle nämlich gerne Mais mögen. So, ist ja auch sehr gesund. Wenn der Mais drauf ist, nehmt ihr euch jetzt die Tomate, wascht sie vorher, das ist mir ganz, ganz wichtig, und entstielen. So, jetzt nehmt ihr euch ein schönes scharfes Messer, auch da helfen euch die Erwachsenen gerne weiter und schneidet von der Tomate schöne dünne Scheiben runter. Und dann könnt ihr die Tomaten einfach auf das Toast oben rauflegen. So, jetzt ist ganz wichtig, dass ihr auf jeden Fall etwas Salz, etwas Pfeffer auf die Tomaten drauf macht. Etwas Salz und etwas Pfeffer, genau, sehr schön. Wenn das geschafft ist, dann fehlt eigentlich nur noch der geriebene Käse. Den machen wir jetzt oben auf unseren Pizzatoast. Okay. Und jetzt kann das Toast sozusagen für ungefähr 12 Minuten bei 175 Grad in den Backofen. Das machen wir. So, und nach der Backzeit ist sozusagen unser Pizzatoast fertig und wir richten das jetzt an. Nehmt dafür einfach einen Teller eurer Wahl, ganz einfach. Nehmt das Pizzatoast drauf. Schaut mal, sieht gar nicht so schlecht aus. So, und jetzt könnt ihr es, wie vorhin schon gesagt, mit euren Kräutern der Wahl gerne noch ein bisschen verzieren. Bringt auch nochmal zusätzlich etwas Geschmack dazu. Wir haben uns heute für Schnittlauch entschieden. So, und je nachdem, wie groß ihr eure Häppchen haben möchtet, könnt ihr es natürlich gerne noch einmal durchschneiden. Und könnt dann sozusagen eigentlich schon reinbeißen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Das war's von heute, von der Wohnzimmerkita hier aus der Küche. Ich bin René und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.